Und der CDU/CSU mit dem Titel A100 fertig bauen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache und das Wort hat zuerst für die CDU/CSU-Fraktion Mario Czaja. Frau Präsidentin, jetzt wollte ich Frau Jarasch gerade auf Wiedersehen sagen. Denn das wird ja das letzte Mal gewesen sein, dass sie auf der Bundesratsbank Platz nehmen kann. Aber wir wollten gerade mit ihr auch darüber sprechen, wie denn ihre Bilanz aussieht in Berlin der Verkehrspolitik. Und auch über die A100 hier sprechen. Berlin ist eine wachsende Stadt. 40.000 Berlinerinnen und Berliner sind vor der Pandemie jährlich neu nach Berlin gekommen. Und das, obwohl in dieser Stadt so ziemlich nichts funktioniert, ist die Stadt so attraktiv, von Wohnungsanmeldung über Eheschließung bis hin zum Totenschein. Das Trauerspiel ist in Berlin groß, das wenig funktioniert, und das kann sich am kommenden Sonntag ändern, und dafür werben wir, dass Berlin endlich einen Neustart verdient. Und wenn ich verstehe, dass Frau Jarasch jetzt gegangen ist, wenn es um das Thema A100 geht, aber schauen wir uns mal an, wie es um den öffentlichen Personennahverkehr in Berlin bestellt ist. Von 2008 zu 2018 hat sich die Zahl der die Kilometeranzahl von Busspuren in Berlin von 101 auf 102 erhöht in 10 Jahren. In der gesamten Amtszeit dieses Senats U-Bahnbau 0 Kilometer, Straßenbahnbau 2,6 Kilometer. Die Zahl der Busse der BVG hat sich reduziert um 100 in dieser Zeit. Die Zahl der Radwege, die vernünftig gebaut wird, kann man an einer Hand abzählen, maximal mit grüner Farbe, aber die ist dann nach dem Regen auch weg. Und das, was dagegen gemacht wird, ist aber Ideologie. Und das sehen wir hier um die Ecke in der Friedrichstraße. Da werden Parkplätze verschwinden, da werden die Gewerbetreibenden malträtiert, da sollen Anwohner weiter mit ihren Autos aus der Stadt gedrängt werden. Im öffentlichen Personennahverkehr kriegen sie nichts auf die Rille. Es ist in den letzten 10 Jahren kaum etwas nach vorne gegangen, aber sie machen eine Politik der Verbote, und damit muss Schluss sein und damit kann Schluss sein am kommenden Sonntag. Das Zweite. Die Zulassungszahlen sprechen eben auch für sich. In Deutschland sinkt nicht die Zahl des Individualverkehrs, sondern sie steigt. Während 2021 in Deutschland auf 1.000 Einwohner 600 Pkw rund kamen, waren es 10 Jahre davor 500. Und auch in Berlin ist das so, nicht nur durch die wachsende Stadt. In den letzten 10 Jahren ist die Zahl der Pkw in Berlin um 100.000 gestiegen. Wenn wir also über Verkehrskonzepte reden, dann reden wir eben nicht nur über Ausflugsverkehr, sondern wir reden über die täglichen Notwendigkeiten, über die Gewerbetreibenden, die in die Stadt wollen, über die Handwerksbetriebe, über die mobilen Pflegedienste, über all diejenigen, die ihr Tagespensum zu schaffen haben, über die Einpendler in die Charité und die nicht jeden Morgen mit dem Fahrrad aus dem Havelland kommen können. Und ich verstehe das ja. Wenn ich in die Biografien der Abgeordneten, des Berliner Abgeordnetenhauses schaue, Herr Gelper, das wissen Sie genau, dann sehen Sie, von den grünen Abgeordneten hat eben kaum jemand jemals in seinem Leben richtig gearbeitet. Und deswegen können Sie das halt eben auch im Großen und Ganzen nicht nachvollziehen. Aber wir brauchen halt eben einen vernünftigen öffentlichen Personennahverkehr und die wichtigen Tangenten. Das verhindern Sie aber. Und dazu gehört der Weiterbau der A100 eben dazu. Damit bündeln wir den Wirtschaftsverkehr und sorgen dafür, dass es weniger Lärm und weniger Abgasemissionen in den Straßen gibt. Das ständige Abbremsen und Anfahren an Ampeln, der stockende Verkehr, das Mehr an Emissionen, das ist doch nicht gut für die Umwelt.
Wir müssen endlich dafür sorgen, dass durch die A100 die Wohngebiete entlastet werden. Wir brauchen große Tangenten, wie beispielsweise im Osten auch die tangentiale Verbindung Ost, damit sie endlich fertig gebaut wird. Die wachsende Einwohnerzahl Berlins braucht diese A100. Berlin ist eben, lieber Herr Kollege Gelper, nicht Bullabü, wie Ihre Senatorin es gerne für Berlin möchte, sondern Berlin ist eine große Stadt. Eine Ihrer letzten noch vernünftigen bei den Grünen, Frau Popp, hat damals ein integriertes Wirtschaftskonzept, Wirtschaftsverkehrskonzept für Berlin erarbeitet. Sie haben sie vertrieben, wie sie alle halbwegs vernünftigen Grünen in Berlin vertrieben haben. Und darin war vorgesehen, dass man die A100 unbedingt für die Bündelung des Verkehrs braucht. Und zwar auch, um den Stadtrand mit dem Südosten und mit Brandenburg miteinander zu verbinden. Wir haben den Flughafen BER, wir haben die große Tesla-Fabrik in Berlin-Brandenburg. Wir haben mehr als 200.000 Menschen, die täglich einpendeln. Und wir wollen diese Menschen unterstützen. Und wir wollen auch, dass diese Wirtschaftsstandorte weiter mit Leben erfüllt werden und nicht behindert werden. In der Verkehrspolitik ist es wie in der Bildungspolitik extrem dramatisch, und man muss ja eigentlich nur Sie untereinander zitieren. Ihre noch regierende Bürgermeisterin in Berlin hat gesagt, sie wünscht sich von der Verkehrssenatorin, ich zitiere, dass sie ihre Energie auf die wirklichen Probleme der Stadt lenkt und nicht mit Nebelkerzen Klientelpolitik macht. Ja, sie hat recht damit, solange sie es noch ist. 70 Stunden hat sie noch im Roten Rathaus. Dann ist vorbei, und dann wird diese Stadt anständig regiert und die A100 auch gebaut, weil es dringend notwendig ist. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Kevin Kühnert. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lieber Kollege Chaya, das ist ja misslich. Da ist man dann nach langer Zeit, hat man den Sprung vom Berliner Abgeordnetenhaus rüber in den Bundestag geschafft, und dann muss man die alten Reden noch mal auftragen, die man damals drüben gehalten hat. Es ist schon auch schade, dass dir nichts eingefallen ist, seitdem du hier dazugekommen bist. Und warum hast du ja gar nichts gesagt zum Thema der A100 eigentlich? Da habt ihr hier extra einen Antrag aufgesetzt, wolltet das als Besprechungspunkt machen, und dann ging es um An- und Anfahren an der Ampel und um Stausituationen. Also wir halten fest, es ist Februar, draußen ist kalt. Da macht der Wahlkampf draußen nicht so viel Spaß, und deswegen ist es sehr solidarisch, dass der Deutsche Bundestag gestern nach dem Thema Wohnen und heute beim Thema Mobilität die großen Abschlusskundgebungen der Parteien ins Warme in diesen Saal rein verlegt hat. Dann machen wir das eben hier so zusammen und reden ein bisschen über die Landespolitik in Berlin. Und übrigens, Wahlkampf ist ja auch eine Zeit, die Menschen zusammenbringt. Man ist nah bei den Menschen. Sie, lieber Herr Chaya, sind jetzt nah bei Ihrem Spitzenkandidaten Kai Wegner. Das erste Mal fast in der Geschichte, vor zwei Jahren, haben Sie ja noch gesagt, Herr Wegner würde näher an Hans-Georg Maaßen als an Angela Merkel stehen. Jetzt rufen Sie dazu auf, ihn zu wählen. Kann sich jeder selber seine Meinung bilden, wie ratsam das ist, dem am Sonntag seine Stimme zu geben. Nun ja, zurück zum eigentlichen Thema, zur A100. Denn das ist ja für die Stadt Berlin, für die Menschen hier, für die Verkehrspolitik durchaus eine wichtige Frage. Wir haben einen Bundesverkehrswegeplan, in dem dieser 100 sowie viele andere Vorhaben auch aufteilt. Dieser Bundesverkehrswegeplan 2030, der leitet uns auch in der Ampelkoalition ganz grundsätzlich bis zu einer Ablösung durch einen Mobilitätsplan, an dem wir gemeinsam arbeiten. Doch auch im jetzigen Bundesverkehrswegeplan muss fortwährend überprüft und priorisiert werden. Selbst die Projekte des vordringlichen Bedarfs in diesem Verkehrswegeplan können bis 2030 und werden gar nicht in ihrer Gesamtheit umgesetzt werden. Das ist keine politische, sondern das ist erstmal eine rein mathematische Aussage. Die Kapazitäten geben es gar nicht her, das zu tun. Deshalb geht es uns, und da haben wir uns ja auf den Weg gemacht in der Ampelkoalition, um eine Bedarfsüberprüfung. Es geht uns um eine Bedarfsüberprüfung, bei der fortwährend geguckt wird, wie sich die verkehrlichen Bedarfe in Städten eigentlich entwickeln. Die sind nämlich nicht in Beton gegossen, sondern die sind veränderbar, und zwar insbesondere durch aktive städtische Mobilitätspolitik, auf die wir alle dort, wo wir Verantwortung tragen, tatsächlich Einfluss haben. Wer aber in kurzer Zeit
Wer in kurzer Zeit bis 2030 mit begrenzten zur Verfügung stehenden Ressourcen Infrastrukturausbau beschleunigen will, der muss priorisieren. Wer wie Sie Beschleunigung ohne Priorisierung haben möchte, der produziert vorprogrammiertes Chaos, meine Damen und Herren. Alles priorisieren wollen, einfach alles bauen wollen, was irgendwo mal aufgeschrieben wurde, ohne mit Sinn und Verstand zu gucken, was in welcher Reihenfolge gebraucht wird, das ist vorprogrammiertes Chaos, und das machen wir nicht mit, meine Damen und Herren. Priorisierung ist das Stichwort. Priorisierung bedeutet, dass wir uns angucken müssen, wie wir das Angebot an Mobilität in unseren Städten und damit auch in Berlin so verbessern können, dass wir Einfluss nehmen können auf die Verhältnisse, die wir vorfinden. Wie können wir politisch Einfluss nehmen auf das Angebot? Da ist erstens die Infrastruktur als solche zu nennen. Die Mobilitätsbedarfe von Menschen sind weit weniger religiös, als Sie das politisch gerne diskutieren. Die kleben nicht quasi religiös an einem bestimmten Mobilitätsträger, sondern die haben Mobilitätsbedürfnisse in ihrem Alltag und wollen beantwortet kriegen, wie denen gerecht geworden werden kann. Transport von Arbeitsmitteln, Transport zur Arbeitsstelle, Erledigungen im Alltag, Kinder zum Sport bringen, Freizeitaktivitäten nachgehen, das muss gewährleistet sein. Dafür ist es notwendig, in unseren Städten, so auch hier in Berlin, beispielsweise ja, die U-Bahn auszubauen. Ich nehme die Kritik gerne an, dass der aktuelle Senat in 14 Monaten noch keinen Kilometer U-Bahn gebaut hat. Aber Herr Chaya, den Senat wollen Sie nicht anführen mit Ihrer Partei, der in 14 Monaten eine U-Bahn baut. Ja, die BVG illustriert manchmal Bauarbeiten mit einem Maulwurf, aber das ist eben nur eine Illustration. Ganz so einfach läuft es dann in der Praxis am Ende eben doch nicht, meine Damen und Herren. Es geht um den Ausbau der Tram. Hätte Frau Jarasch gerne noch mitgegeben, dass es da ein bisschen schneller noch gehen könnte beim Ausbau des einen oder anderen Projektes in der Stadt. Es geht um den Ausbau des Busverkehrs, gerade auch am Stadtrand, hin zu einem 10-Minuten-Takt und vieles andere mehr. Worauf haben wir zweitens Einfluss, wenn es um die Angebotssituation geht? Auf den Preis. Und das ist genau das, was die Berliner SPD auch zuletzt unter Franziska Giffey als regierender Bürgermeisterin getan hat. Bevor das erste Mal hier in diesem Hohen Haus das Wort vom 9-Euro-Ticket im Munde geführt wurde, hatte Berlin bereits die Gebühren für unter 18-Jährige im ÖPNV in der Stadt abgeschafft. Das ist Mobilitätspolitik, die die Jüngsten, diejenigen, die die nächsten Jahrzehnte den Verkehr in der Stadt bestreiten werden, frühzeitig daran gewöhnt, ihre Wege mit einem gut funktionierenden öffentlichen Nahverkehr tatsächlich auch zurücklegen zu können und die übrigens auch Teilhabe ermöglicht, weil man dann eben nicht mehr verdammt ist, aufgrund der schlechten Einkommenssituation des eigenen Elternhauses in seinem Quartier am Stadtrand zu bleiben. Diesen jungen Menschen stehen in Berlin alle Türen offen und alle Stadtteile offen, weil hier konsequent eine Politik des Mobilitätsausbaus, aber eben auch der Bezahlbarkeit gefahren wurde. Das ist der richtige Weg, meine Damen und Herren. Und da geht es ja jetzt konsequent weiter mit dem 29-Euro-Ticket in Berlin. Es ist schade, man hört leider nicht ganz so viele klare Bekenntnisse neben dem eben besprochenen Deutschland-Ticket, dass in Zukunft es eben auch solche Sachen wie das 29-Euro-Ticket in Berlin geben soll oder das für Transferleistungsempfängerinnen und Empfänger eingeführte 9-Euro-Ticket in Berlin, was es nach fester Überzeugung der SPD auch weiterhin geben sollte, damit Mobilität auch für den kleinen Geldbeutel möglich ist. Das sind die Möglichkeiten, auf die Angebotsseite bei der Mobilität unmittelbar einzugehen. Es hat etwas mit Priorisierung in Haushaltsverhandlungen und bei anderen Stellen mehr zu tun. Man könnte übrigens auf der Angebotsseite auch noch hinzufügen, es geht auch um gute Jobs. In Zeiten von Arbeitskräftemangel konkurrieren auch die öffentlichen Verkehrsträger mit vielen anderen Bereichen. Eine gute Bezahlung, gute Tarifabschlüsse, wie im letzten Jahr zwischen der kommunalen Seite und der Berliner BVG getroffen, mit ordentlichen Lohnsteigerungen für die Kolleginnen und Kollegen, sichern eben auch ab, dass man genügend Beschäftigte hat, die diese zusätzlichen Linien auch in den peripheren Stadtrandgebieten, dass die dann auch tatsächlich gefahren werden können. Meine Damen und Herren, das alles zusammen gehört zur Angebotsseite, die gestärkt werden muss, wenn Mobilität sich ändern soll in der Stadt und wenn wir nicht in Form eines quasi religiösen Glaubenssatzes an Verkehrsprognosen festhalten wollen. Das ist ja bemerkenswert, Herr Chaya. Sie fangen an, in Ihrer Rede darüber zu sprechen, wie sehr Berlin wächst, um dann danach einfach nur zu rezitieren, was in den Verkehrsprognosen drinsteht. Hätten wir eine Wohnungspolitik in Berlin, und wir haben es leider ein paar Jahre lang gemacht, nur auf Prognosen aufgebaut, nämlich die vor 20 Jahren, dass wir eine schrumpfende Stadt sind, dann wären die Probleme noch deutlich größer. Lassen Sie uns doch nicht wieder den Fehler machen, einen ganzen wichtigen Infrastrukturbereich als unveränderliche Parameter zu begreifen, wo gar nicht darauf Einfluss genommen werden kann. Politik hat die Möglichkeit, durch klügere und bessere Angebote Einfluss zu nehmen. Und dafür braucht es aber eine seriöse gemeinsame Diskussion. Und da muss ich jetzt nach vielen Wochen des Wahlkampfes hier in Berlin wirklich deutlich sagen, ich mache mir Sorgen
um die Spaltung in der Diskussion, gerade am Thema der Verkehrspolitik. Ich bin als Sozi unverdächtig zu wollen, dass Konservative und Grüne zusammen irgendwelche Regierungen in meiner Heimatstadt bilden. Aber dass anhand der Fragen von Verkehrspolitik beide Seiten in einer Stadt mit so unübersichtlichen politischen Verhältnissen eine Zusammenarbeit jetzt schon ausschließen und dass dahinter Menschen aufgewiegelt werden in der Stadt, wo eigentlich gleichzeitig die Lebensrealitäten vieler ausgeblendet werden, die am Stadtrand sitzen und sagen, meine Wirklichkeit wird gar nicht gesehen, während die einen Schaufensteranträge machen und die anderen sich um 600 Meter Friedrichstraße kümmern. Meine Damen und Herren, bitte zurück zur Sachlichkeit. Wir haben eine große Aufgabe mit der Mobilität in unseren Städten zu bewältigen. Lassen Sie uns das mit einem anständigen Ton machen, die Leute nicht aufwiegeln. Lassen Sie uns das Angebot verbessern, damit Mobilität sich ändert und wir dann auch tatsächlich eine klimagerechte Mobilität in unseren Städten umsetzen können. Das ist keine Glaubensfrage, das ist eine Politikfrage. Dafür sind wir doch hier, meine Damen und Herren. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Dr. Dirk Spaniel. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, hier geht es um ein Berliner Stadtautobahnprojekt. Und dieses Berliner Stadtautobahnprojekt ist, da muss ich Sie jetzt korrigieren, Herr Kühnert, ist eben nicht im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans, sondern es ist im fest disponiert. Das heißt, eigentlich ist alles entschieden. Und trotzdem gibt es hier Parteien, die in Berlin und natürlich auch hier im Bundestag Stimmung machen gegen diese Stadtautobahn. Und da muss man mal ganz nüchtern fragen, welche europäische Metropole hat eigentlich keine Stadtautobahn? Da gibt es außer Berlin eigentlich fast keine. Die ganz großen Metropolen Europas haben diese Stadtautobahn, weil allen Menschen klar ist, man braucht eine Umleitung des Verkehrs um den Innenstadtbereich herum. Und wie Berliner Verkehrspolitik eben nicht funktioniert, das kann jeder in diesem Deutschen Bundestag jeden Morgen und jeden Abend erleben. Gut, manchmal kommt man nach Hause, da ist eben kein Berufsverkehr mehr, aber morgens kann jeder erleben, wie gut der Berufsverkehr und damit die Verkehrspolitik der rot-rot-grünen Regierung hier in Berlin funktioniert. Nämlich gar nicht. Und wenn Sie den öffentlichen Personenverkehr so toll finden, hier in Berlin, warum kommen Sie denn alle nicht mit dem öffentlichen Personenverkehr? Fahren Sie doch einfach nicht mehr Fahrdienst. Beschließen Sie doch endlich mal, hier im Deutschen Bundestag den öffentlichen Verkehr zu benutzen, den Sie den Menschen in Berlin zumuten. Und da möchte ich Ihnen noch mal sagen, hier geht es um Berufspendler. Hier geht es um viele Menschen, die hart arbeiten, jeden Morgen arbeiten müssen. Und die wollen eben nicht ihren nicht funktionierenden öffentlichen Personennahverkehr nutzen. Warum? Das wissen Sie selber ganz genau, weil er nicht funktioniert, weil er unsicher ist, weil er dreckig ist, weil er unpünktlich und unbequem ist. Und das ist das Ergebnis Ihrer Politik hier in Berlin und in ganz Deutschland. Und wir wollen den Menschen, den hart arbeitenden Menschen in diesem Land, diese Autobahn und die Transportmöglichkeit mit dem eigenen Auto ermöglichen. Und kommen Sie nicht immer mit der CO2-Thematik. Sie wissen ganz genau, durch Ihre Politik stehen die Menschen im Stau. Und da verbrauchen sie Sprit, ohne dass sie sich bewegen. Und weil sie Sprit verbrauchen, ohne dass sie sich bewegen, ist es eben noch schlechter für die Umwelt, als wenn man eine Autobahn hätte. Und das weiß eigentlich auch jeder. Wir brauchen diese Autobahnen überall. Und wer das nicht möchte, dass eine Stadtautobahn die Menschen stressfrei zu ihrem Arbeitsplatz, zum Krankenhaus oder sonst wohin bringt, wer das nicht möchte, der sabotiert die Menschen in diesem Land, die sich keinen Fahrdienst leisten können, so wie Sie hier alle und Ihre Kolleginnen der Berliner Regierung. Wir wollen, und das möchte ich hier auch noch mal sagen zu dem Projekt der CDU, wir wollen eine, es geht ja hier um den Antrag der CDU, die A100 zu modifizieren. Wir wollen eine Autobahn, damit die Menschen in Berlin pünktlich und sauber und sicher zu ihrem Arbeitsplatz kommen. Wir würden einen solchen Antrag auch unterstützen. Aber muss es denn sein, dass Sie diesen Antrag garnieren mit weiteren, die CDU schämt sich ja schon fast, dafür einen Autobahnbau zu fordern, muss das garnieren mit dem Thema Radweg, mit dem Thema Photovoltaik.
Da muss man doch mal sich fragen, gucken Sie sich doch mal Ihre Bilder an. Sie können doch nicht ernsthaft einen Radweg neben einer Autobahn bauen. Da muss man sich doch mal fragen, wer ist denn Geist des Gedankens? Lassen Sie uns doch bitte erst mal eine Verkehrspolitik machen, die die Menschen wirklich tangiert in diesem Land. Über den Radwegeausbau in Berlin müssen wir dann noch mal separat reden. Aber hier geht es doch erst mal um die A100. Und hier sollten wir auch nicht die Dinge vermengen. Wir wollen genau diese schnelle Verkehrsverbindung. Wir wollen die A100 und zwar nicht nur den 17. Bauabschnitt, sondern wir wollen natürlich auch den Ringschluss, so wie jede andere große Metropole in Europa das auch hat. Wollen wir das auch, dass die Berliner das kriegen. Und die Berliner können sich entscheiden, welche Politik sie wollen. Und ich bin mir sicher, dass die Berliner, die noch arbeiten und ihr Geld verdienen müssen, ja, da gibt es ja auch noch ein paar, sie arbeiten daran, dass es immer weniger werden, das weiß ich. Aber wir wollen, dass die hart arbeitenden Berliner zu ihrem Arbeitsplatz kommen. Und deshalb bin ich mir sicher, die Berliner werden diese Politik abwählen. Und die Berliner haben hier eine Alternative. Und da können sie auch gerne blau wählen. Vielen Dank. Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Stefan Gelper. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, vielleicht zu meinen drei Vorrednerinnen jeweils ein kurzes Wort. Herr Spanier, Sie haben eben im Nebensatz mal alle Mitarbeitenden der BVG, der S-Bahn, der Berliner Regionalbahn, der Trams, der Busse, der U-Bahn, all die, die jeden Tag für Mobilität in Berlin sorgen, die haben Sie im Nebensatz mal eben so weggewischt und beleidigt. Sorry, das geht gar nicht. Herr Chaya, wenn Sie persönlich die Bündnisgrünen beleidigen wollen, dahingehend, dass da keiner gearbeitet hätte, dann sage ich es erstmal persönlich, das ist Quatsch. Aber gerade wenn Sie es sagen, der sich Abschlüsse in der Schweiz gekauft hat und dann zurückgeben musste, ist es besonders prekär. Und Herr Schaier, für Sie habe ich auch noch einen Satz mehr. Wenn Sie über das Chaos in Berlin schwadronieren, Sie sind der Mann, der für das Lageso-Chaos in Berlin 2015 verantwortlich war. Das hat das Bild dieser Stadt bis heute geprägt. Und das sind Sie gewesen und dass Sie deswegen von hier vorne Berlin runtermachen. Sorry, das geht einfach gar nicht. Und lieber Kevin Kühnert, etwas sanfter. Aber die SPD hat sich auch mal um 500, 600 Meter gekümmert. Deswegen ist das Brandenburger Tor jetzt nicht mehr für Autos durchfahrbar. Und das war ein Segen für diese Stadt. Und wenn wir in der Friedrichstraße was ähnlich Tolles hinkriegen, ist das, glaube ich, gut. Manchmal sind 500, 600 Meter was wirklich Tolles. So. Okay. Jetzt kommen wir zur 100. Ich wollte eigentlich eine austarierte, wunderschöne Rede halten, aber ich glaube, ich bleibe ein bisschen gedanklich und emotional. Ich bin gebürtiger Berliner, ich bin sogar gebürtiger Friedrichshainer. Ich wohne in Pankow. Das, was der Plan der A100 vorsieht, ist genau diese Stadtteile kaputt zu machen. Und deswegen geht mich das persönlich an und deswegen finde ich das schlecht. Das sind die Kieze, die Sie zerstören wollen. Was passiert dort? Dort gibt es Clubs, da gibt es Gewerbe. Clubs wie die Else, den Club Ost, die Renate, das Aubert Blanc. Das ist das, was Berlin ausmacht. Deswegen kommen die Menschen in diese Stadt. Und Sie sagen, Sie wollen irgendwas stadtverträglich dort gestalten. Sie zerstören diese Stadt, die Sie da meinen. Das geht nicht. Wir haben gestern eine große Debatte über Wohnen und Wohnraum gehabt. Ja, auf dem Gebiet, wo Sie die A100 lang bauen wollen, da sind Wohnungen. Und da ist auch Potenzial für 8.800 weitere Wohnungen. Das würde Berlin helfen. Und nur so, weil Sie ja immer auf eine Karte gucken und sagen, da kann man noch einen Strich und einen Ringschluss machen. Übrigens, Herr Spanier, wir haben einen Ringschluss, nennt sich A100. Gucken Sie sich mal an, findet man auf jeder Karte. Aber die A10, den Ring zu schließen, damit machen wir Berlin kaputt. Zum Beispiel auch eine Schule, die Karl-von-Linné-Schule, eine Schule für Körper- und Lernbehinderte. Das ist das, was Sie damit machen mit dieser Stadt. Sie machen da nichts schön, Sie machen da nur etwas kaputt. Und auch wenn es Berlin ist, wenn es Stadt ist, dann ist dort auch Natur. Dort werden 250 Bäume fallen, die Sie dann eben mal eben wegräumen wollen. Und ca. 20.000 Quadratmeter Grün, Stadtpark in Lichtenberg, all das geben Sie dem Verlust anheim. Und warum erzähle ich Ihnen das? Weil mein Vorwurf an Sie ist und an alle, die da immer so auf der Karte gucken, Sie kennen diese Stadt halt nicht. Sie kennen sie einfach nicht. Sonst kommt man nicht auf die Idee, da irgendeinen Strich durchzuzeichnen und sagen, das ist es dann.
Da ist nichts, dass man Verkehr aus den Kiezen rausholt. Das ist der Kiez, wo Sie die Autobahn durchziehen wollen. Und das hat übrigens auch, das wissen die Bezirke zum Beispiel, der Bezirk Neukölln, der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, der Bezirk Lichtenberg, der Bezirk Pankow, der Bezirk Mitte, haben alle Beschlüsse gegen den Weiterbau der 100 gefasst, allesamt. Das Stadt Berlin, das Land Berlin, hat im Berliner Energie- und Klimaprogramm gesagt, wir wollen das nicht mehr. Und das kann man doch mal zur Kenntnis nehmen. Dann kommt über diese Erzählung, ja, haben einige auch schon angedeutet, man könnte damit Stau rausholen aus der Stadt. Mit Verlaub, die A100 ist der Staugarant in Berlin. Jeden Tag können Sie das Radio anmachen, sich anhören, Stau auf der A100 dort, dort und dort. Und wenn Sie mal gucken, wir haben im Westteil und im Ostteil in Berlin. Im Westteil Berlins haben wir doch nicht weniger Stau als im Ostteil Berlin. Das ist doch Quatsch. Also das heißt, diese Autobahn hat null geholfen beim Thema Stau. Und wenn Sie das selbst immer noch nicht glauben, dann gucken Sie sich doch mal die riesigen Autobahnen in Houston oder auch in China an. Was passiert denn dort? Stau! 26 Spuren in Houston. Stau! Manchmal kommt es mir vor, als ob das eine Art Sucht ist, eine Betonsucht. Ja? Und Sie wollen sich immer noch einen neuen Schuss setzen, irgendwo noch ein bisschen Beton reinkippen. Und wenn dann das Land Berlin sagt, nee, wollen wir nicht, da kommt der Bund und muss diesen Schuss setzen, damit die Sucht auch weitergeht. Das kann es nicht sein. Und klar, dieser Kampf gegen den Weiterbau der 100, der ist lang und alt. Ja, wir haben schon gegen den 16. Bauabschnitt damals opponiert. Da ist das Planfeststellungsverfahren von Rot-Rot eingeleitet worden. Und deswegen sehen wir ja auch, was das mit der Stadt macht. Was ist denn da passiert? Es sind Wohnungen weggefallen, es sind Kleingärten weggefallen, es ist Gewerbe weggefallen. Und das ist eben nicht stadtverträglich, liebe CDU. Das ist nicht stadtverträglich, das ist das ganze Gegenteil. Und wenn man dann noch mal einen Blick wirft in die Kosten, 1,5 Milliarden soll jetzt der 17. Bauabschnitt kosten. Das ist Geld, was wir doch für ganz andere Sachen in Berlin brauchen. Und deswegen lassen Sie uns lieber das zweite Gleis für Tegel bauen. Lassen Sie uns die Heidekrautbahn bauen. Lassen Sie uns die Bahn von Spandau nach Brandenburg bauen. Das kostet auch alles Geld. Und da kann man sich verkehrspolitisch wirklich verewigen. Wer das braucht, der soll sich dort verewigen. Und deswegen, damit komme ich zum Schluss, das kann nicht sein, dass wir so ein Projekt aus dem letzten Jahrhundert einfach, weil es irgendwie geht, weiterbauen. Wir müssen diese Zerstörung, diese Stadtzerstörung stoppen. Wir müssen die 100 stoppen. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, Dr. Gesine Lütsch. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir als Linke wollen den Weiterbau der A100, der teuersten Autobahn Deutschlands, stoppen. Und wir sind auch nach der Rede von Stefan Gelper die einzige Partei im Bundestag, die den Stopp ohne Wenn und Aber fordert. Denn im Verkehrsausschuss hat doch die Fraktion der Grünen mehrfach verhindert, dass unser Antrag, den Ausbau, den Weiterbau der 100 qualifiziert zu beenden, überhaupt auf die Tagesordnung kommt. Was ist denn das für eine Politik, hier im Bundestag eine tolle Rede zu halten, den Bürgerinnen und Bürgern Sand in die Augen zu streuen, aber sich im Ausschuss, wo entschieden wird, dagegen zu verwahren? Das kann ich nicht akzeptieren, meine Damen und Herren. Der Weiterbau der A100 ist undemokratisch, unsozial, unökologisch, extrem teuer und verkehrspolitisch unsinnig. Das Land Berlin, leider ist ja Frau Jarasch rechtzeitig gegangen, ist gegen den Weiterbau der A100. Doch das interessiert die Bundesregierung nicht. Warum will sie gegen den Willen des Landes bauen? Was ist das für ein Demokratieverständnis, meine Damen und Herren? In Ihrem Koalitionsvertrag hatten Sie doch noch versprochen, es wird bei solchen Projekten eine Abstimmung zwischen Bund und Land geben. Offensichtlich gibt es aber nur eine Abstimmung zwischen der Ampel und der Betonindustrie, und das können wir nicht akzeptieren, meine Damen und Herren. 100 Menschen mussten bisher schon ihre Wohnung verlassen. 2 Mehrfamilienhäuser wurden abgerissen. 300 Kleingärten wurden platt gemacht und weitere Wohnungen würden durch den Weiterbau zerstört werden. Hat die CDU nicht immer gesagt, bauen, bauen, bauen? Jetzt fordern Sie abreißen, abreißen, abreißen. Können Sie sich mal für irgendwas entscheiden, meine Damen und Herren? Es ist doch nachgewiesen wissenschaftlich,
dass in der Nähe von innerstädtischen Autobahnen vor allen Dingen arme Menschen wohnen. Und Sie fordern mehr Autobahnen, weil Sie genau wissen, dass Sie nie in der Nähe einer innerstädtischen Autobahn werden wohnen müssen. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Und die A100 ist auch keine Klimaautobahn, wie es in Ihrem Antrag lächerlicherweise steht, sondern sie ist ein Klimakiller. Eine Reduzierung von CO2-Emissionen im Verkehrsbereich findet damit nicht statt, sondern ganz das Gegenteil, meine Damen und Herren. Für den Weiterbau der A100 sollen 1,5 Milliarden Euro ausgegeben werden. Zum Vergleich, wir könnten mit diesem Geld rund 150 Kilometer Straßenbahn in Berlin bauen. Das wäre doch die bessere Lösung, meine Damen und Herren, preiswert und ökologisch. Und wer heute noch Autobahnen in Städten bauen will, der denkt an die Spenden der Autoindustrie und nicht an die Gesundheit der Menschen. Das ist die Wahrheit. CDU und CSU wollen angeblich den Stau auflösen. Doch das Gegenteil wäre mit dieser Autobahn der Fall. Die A100 wird die teuerste Staufalle in Deutschland. An der Autobahnabfahrt geht es direkt in ein Nadelöhr. Und das Verkehrschaos wäre nicht gemäßigt, sondern vorprogrammiert. Sie wollen also genau das Gegenteil erreichen von dem, was Sie uns hier erzählen, meine Damen und Herren. Und das nehmen wir nicht hin. Meine Damen und Herren, die Grünen haben, wie ich schon sagte, im Ausschuss verhindert, dass unser Antrag, den Ausbau qualifiziert zu beenden, behindert wird. Gleichzeitig rufen Sie auf zu einer Demonstration gegen den Weiterbau. Das nennen wir gezielte Desinformationspolitik. Wer einen Stopp der A100 will, der muss die Linke wählen am Sonntag. Das sollten die Berlinerinnen und Berliner noch rechtzeitig erfahren. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die Bundesregierung, die parlamentarische Staatssekretärin Daniela Kluckert. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die Union hat diesen Tagesordnungspunkt zur Kernzeit heute kurz vor der Berlinwahl auf die Tagesordnung gesetzt. Und dafür bin ich sogar aus Mutterschutz wiedergekommen. Und ich sage danke. Danke, dass wir hier im Plenum einmal über die Bedeutung der A100 für Berlin sprechen können. Berlin braucht die A100. Berlin braucht den 16. Bauabschnitt der Autobahn, der kurz vor der Fertigungsstellung steht. Und Berlin braucht den 17. Bauabschnitt, der gerade geplant wird. Wir brauchen ihn, weil die Stadt verkehrlich immer noch keine Einheit ist, übrigens weder im ÖPNV noch im Straßennetz. Vom Süden in den Osten, von Mariendorf nach Pankow, das ist immer noch eine Tagesreise. Und das kann uns als Verantwortliche nicht egal sein. Weder mit Blick auf die Bürgerinnen und Bürger, die übrigens zu 60% diesen Autoausbahn in Berlin wollen, ja fordern, noch mit Blick auf die Unternehmen. Die Menschen wollen und sie müssen mobil sein können in Berlin und in Deutschland. Unternehmen müssen ihre Ware liefern können, Handwerker ihre Dienstleistungen anbieten können. Und wenn wir über den Fachkräftemangel reden, dann zwingt er uns geradezu, die ganze Ressource Zeit gerade in der Mobilität noch einmal ganz neu zu bewerten. Und wir brauchen den 17. Bauabschnitt, um CO2 einzusparen. 30% der Emissionen in Berlin werden durch Staus verursacht. Ein gut ausgebautes Straßennetz, auf dem flüssig gefahren werden kann, das ist eben auch ein Garant für weniger CO2 auf der einzelnen Strecke. Frau Kluckert, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung? Nein. Von Herrn Sierske? Nein. Nein? An dieser Stelle möchte ich übrigens auch mit der Mehr aufräumen, dass mehr Straßen auch immer zu mehr Verkehr führen. In der Geschichte der Menschheit und insbesondere auch in Deutschland hat der Verkehr immer zugenommen, und das nicht, weil mehr Straßen gebaut worden sind, sondern weil unser Wohlstand gewachsen ist. Und das ist gut so, meine Damen und Herren.
Straßen kam immer erst später. Und deswegen ist auch umgekehrt es richtig, zu glauben, man müsste dem Land einfach Straßen entziehen, man müsste die Autonutzung, Lkw-Nutzung unmöglich machen. Das führt eben nicht zu weniger Verkehr, sondern das führt zu Chaos und zu einer höheren Belastung an Lärm und Emissionen. Frau Abgeordnete, und drittens, ja. Erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Meiser von der Linken? Nein. Und drittens brauchen wir den 17. Bauabschnitt, um die Kieze zu entlasten. Wer einmal an einem ganz normalen Feierabendverkehr die Karl-Marx-Straße besucht hat, der weiß sehr genau, wovon ich rede. Nur durch eine Umgehung der Kieze schaffen wir eben auch Entlastung für die Menschen vor Ort. Denn natürlich kann man eine Beruhigung von Wohnquartieren nur mit einer vorherigen Verlagerung des Verkehrs und einem ganzheitlichen Konzept für eine solche Verlagerung. Nur so kann es einhergehen. Berlin geht auf die 4-Millionen-Marke der Einwanderer zu. Eine solche Stadt erschließt man auch, aber eben nicht nur per Fahrrad, nicht zu Fuß und auch nicht nur mit der Tram. Dafür braucht es auch das Auto. Und die Menschen, sie haben ein Recht auf Mobilität, und dazu gehört auch ein gut ausgebautes und angemessenes Schnellstraßennetz. Das haben übrigens alle Städte in dieser Größenordnung in Europa, in Übersee. Das gilt für Amsterdam, für Kopenhagen, das gilt natürlich für Paris und für London. Und auch wir hätten das längst hier in Berlin, wenn die Stadt nicht historisch geteilt gewesen wäre. Aber wir waren vorhin noch mal bei der Union, bei dem Dank an diese Union, und das hat noch eine andere Komponente. Und zwar, sage ich mal ganz ehrlich, der Antrag ist es eher nicht. Da stehen ein Haufen Banalitäten drin, denn natürlich sorgen wir für Schallschutz auf dem neuesten Stand. Natürlich sorgen wir für Elektrosäulen im Umkreis der Autobahn. Und natürlich bauen auch wir ökologisch. Nein, es ist etwas anderes. Durch Sie haben wir heute hier noch mal die Möglichkeit, ganz klarzustellen, dass es die FDP ist, die diesen Bau vorantreibt. Die CDU-CSU hat in der Regierungszeit in ihrer Verantwortung im Verkehrsministerium in den letzten Jahren das Thema überhaupt nicht angefasst. Man kann nur mutmaßen, warum. Ich sage mal, vielleicht haben sie sich nicht getraut. Als sie dann Regierungsverantwortung im Berliner Senat haben, da haben sie gar nichts getan. Da haben sie das Thema zum Stillhalten sozusagen mit der Berliner SPD sich da verständigt und nichts getan. Erst die FDP im Verkehrsministerium. Unser Verkehrsminister Volker Wissing hat dafür gesorgt, dass der Weiterbau vorangetrieben wird, dass die Planung ausgeschrieben wird und auch aufgenommen wird, meine Damen und Herren. Und das zeigt einmal ganz genau, der Garant für richtige Entscheidungen und diese auch umzusetzen, das ist die FDP, das gilt für den Bund und das gilt auch für Berlin. Ich grüße Sie zunächst mal alle herzlich und erteile das Wort für eine Kurzintervention an Pascal Meiser von der Linken. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Klunkert, wir haben jetzt sehr unterschiedliche Signale aus der Ampel in dieser Debatte gehört. Und wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist es so, dass die Bundesregierung und das Verkehrsministerium sagen, an dem 17. Bauabschnitt der 100 festhält und dies weiter vorantreiben will. Aber ich will Ihnen die Gelegenheit geben, das noch mal klarzustellen. Habe ich das richtig verstanden? Eine einfache Frage. Ist es Ihre Position, dass Sie den 17. Bauabschnitt durch Friedrichshain, Lichtenberg, Prenzlauer Berg vorantreiben wollen, die Planungen vorantreiben wollen, die Sie gestartet haben? Oder werden Sie sich dafür einsetzen, dass dies aus dem Verkehrswegeplan noch mal rausgestrichen wird? Frau Staatssekretärin, ich würde noch eine zweite Kurzintervention gleich anhängen von Ulrich Lange von der CDU-CSU. Frau Präsidentin, auch ich darf eine Nachfrage stellen, bevor es hier zur Legendenbildung kommt, dass ausschließlich die FDP mit dem jetzigen Verkehrsminister
die A100 vorantreibt. Wenn ich mich richtig entsinne, war es eine schwarz-rote Bundesregierung mit dem jetzigen Staatssekretär im Bauministerium damals, der diesen Bundesverkehrswegeplan erstellt hat, sodass die A100 im vordringlichen Bedarf ist. Und dann, und es gehört auch dazu, war es wiederum eine schwarz-rote Bundesregierung, die die A100 in den Finanzrahmenplan der Autobahngesellschaft bis 2025 aufgenommen hat, sodass jetzt tatsächlich Arbeiten und Planungen vorgenommen werden können, die jetzt zwangsläufig, wenn man die Pläne umsetzt, auch erfolgen. Frau Staatssekretärin, stimmen Sie mir zu, dass Sie nichts anderes gerade tun, als das, was wir gemeinsam als schwarz-rote Regierung beschlossen haben, jetzt umzusetzen. Frau Staatssekretärin. Selbstverständlich hält sich die Bundesregierung vollumfänglich an hier beschlossene Gesetze, und das gilt auch für die Autobahnausbaugesetze, die hier im Parlament beschlossen worden sind. Zur zweiten Frage, Kollege Lange. Es ist so, dass man natürlich Vorarbeiten braucht, aber dann eben zum Schluss auch dann die Dinge umsetzen muss. Und das wird derzeit getan, und das ist mit der neuen Regierung angestoßen worden. So, dann können wir fortfahren in der Debatte, und das Wort erhält Felix Schreiner für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Rufen wir uns in Erinnerung, wenn wir über Berlin sprechen, dann sprechen wir über unsere Bundeshauptstadt. Und wer die Debatten über die A100 heute an diesem Tag, aber vor allem auch in den vergangenen Wochen verfolgt hat, der könnte ja meinen, es geht hier um irgendein Wahlkreisprojekt. Nein, angesichts der großen Probleme in dieser Stadt geht es um eine der wichtigsten Verkehrsachsen in unserer Hauptstadt, meine Damen und Herren. Und es ist gerade gesagt worden, wir reden hier über ein Projekt, das im Bundesverkehrswegeplan verankert ist, im Finanzrahmenplan. Wir erleben aber gleichzeitig, dass wir, und Herr Kühnert, es stimmt nicht, dass wir jetzt hier aus Wahlkampfgründen diese Debatte führen. Wir versuchen seit einem halben Jahr im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestags über dieses Projekt zu reden. Es stimmt, dass die Linke einen Antrag gestellt hat. Und Ihre Ampelkoalitionsmehrheit versucht aus eiskalten machtpolitischen Erwägungen diese Debatte über den Wahltag hinaus zu verzögern. Das ist die Wahrheit, und deswegen führen wir sie heute hier im Deutschen Bundestag. Wir erleben es doch. Diese Stadt versinkt im Chaos. Sie versinkt im politischen Chaos, weil sie schlecht von einer linksgeführten Regierung regiert wird. Sie versinkt aber auch im Verkehrschaos, verschuldet durch eine ideologische Debatte, anstatt sich an den Fakten zu orientieren. Und wir haben mit unserem Antrag heute einen Weg aufgezeigt, wie es uns gemeinsam mit dem Land gelingen kann, diese Stadt vom Durchgangsverkehr zu entlasten und Verkehre zu leiten und auch zu vernetzen. Wir setzen mit dem Bau der A100 auf eine moderne Stadt, aber auch auf eine moderne Klimaautobahn, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und dazu, wenn Sie es so als Nebensachlichkeit runtermachen, gehört, dass wir dazu parallel einen Radschnellweg planen, dass die Installation von Solardächern auch neben der Autobahn geschaffen wird, die Schaffung von E-Ladesäulen, den Bau von innovativem Schallschutz. Und Herr Gelper, es stimmt auch nicht, dass das innerstädtische Grün abgeholzt wird. Wir schaffen auch Ausgleichsflächen, aber parallel dazu neue Maßnahmen, die diese ganze Stadt mit aufwerten. Das sollten Sie auch zur Kenntnis nehmen. Und was schon bitter ist, Sie sollten aufhören, die Verkehrsträger alle immer miteinander auszuspielen. Alle Prognosen zeigen es doch. Wir werden 2024 eine Steigerung von 50 Millionen Tonnen auf der Straße haben.
Und wer glaubt, dass diese Stadt, dass unsere Hauptstadt, dass Berlin keinen Güterverkehr braucht, da kann ich nur sagen, Augen auf. Wir wollen, dass Deutschland ein starkes Land bleibt, dass wir Logistikweltmeister sind und bleiben, auch dass wir unsere Klimaschutzziele endlich erreichen. Ja, das ist wichtig. Aber ein Auto, das im Stau steht, ist der größte CO2-Killer, den man sich vorstellen kann. Und deshalb ist unser Appell an die SPD und an die Grünen, verlassen Sie mal einen Moment Ihr kleines Karo. Bei allem Respekt, es geht hier nicht um ein kleines Straßenbauprojekt. Es geht hier um eine neue Lebensader für unsere Hauptstadt. Und an die Adresse der FDP, könnte mich nahtlos an die Vorrednerin anschließen, hängen Sie die Millionen Pendlerinnen und Pendler in dieser Stadt nicht ab, aber setzen Sie sich durch. Ja, Infrastruktur kostet Geld, aber Infrastruktur kostet auch Zeit. Und mit diesem Koalitionsstreit, den wir eben wieder erlebt haben, verspielen Sie das Vertrauen der Menschen, Sie verspielen aber die notwendige Zeit, die wir dringend für den Bau der A100 brauchen. Wir haben die Chance gemeinsam, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, dass wir für die Menschen in Berlin diese Autobahn bauen und damit eine echte Chance für die Stadt schaffen, eine Zukunftschance für die Menschen und die Wirtschaft, eine Klima- und Umweltchance für die Stadt Berlin. Die CDU in Deutschland, die CDU in Berlin, aber vor allem auch wir hier als Fraktion im Deutschen Bundestag stehen zum Bau der A100. Herzlichen Dank. Und jetzt erhält das Wort Jürgen Berghahn für die SPD-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wer in den letzten Tagen und Wochen Zeitung gelesen oder Fernsehen geguckt hat, hat mitbekommen, die Diskussion um Straßen- bzw. Autobahnneu- und Ausbau ist im vollen Gange. In jedem Wahlkreis gibt es entsprechende Projekte, und bei den allermeisten gibt es Befürworterinnen und Befürworter, aber auch Gegnerinnen und Gegner. Es ist selten der Fall, dass vor Ort in der Bevölkerung oder in den Parteien Einigkeit besteht. In der aktuellen Debatte wird auch noch mal deutlich, dass die Diskussion um Verkehrsprojekte oft emotional geführt wird. Mal heißt es, die Straße darf nicht gebaut werden, weil dadurch noch mehr Autoverkehr entsteht oder die Umwelt zusätzlich belastet wird. Dann heißt es, die Straße muss gebaut werden, weil sich hier alles staut und die Anwohnerinnen und Anwohner entlastet werden müssen. Die A100 ist ein gutes Beispiel dafür. Um den geplanten 17. Bauabschnitt wird hier in Berlin derzeit heiß diskutiert. Es ist Wahlkampf. Also was tun? Um dem Dilemma zu entgehen, gibt es klare Vorgaben zur Bewertung von Verkehrsprojekten, die dann entsprechend im Bundesverkehrswegeplan landen. Zu diesen haben mich in der letzten Zeit häufig Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch von Abgeordneten erreicht. Um etwas mehr Sachlichkeit und Verständnis in diese Debatte zu bringen, sage ich gerne noch einmal ein paar grundsätzliche Dinge zum Straßenbau. Erstens. Der aktuelle Bundesverkehrswegeplan wurde 2016 beschlossen und ist so lange gültig, bis er durch einen neuen ersetzt wird. Zweitens. Es sind Ausbau- und Neubauprojekte der Bereiche Straße, Schiene, Wasserstraße aufgelistet. Wobei es für die Straße, denn um dieser Debatte hier geht es drum, sind 1.300 Hauptobjekte gelistet. Drittens. Sämtliche Verkehrsprojekte sind in Dringlichkeitskategorien eingeteilt. Für Projekte der Kategorie vordringlicher Bedarf besteht ein gesetzlicher Planungsauftrag. Viertens. Es ist vorgeschrieben, dass der Bundesverkehrswegeplan alle 5 Jahre überprüft und entsprechend der Ergebnisse angepasst wird. Genau das geschieht jetzt aktuell, und die Ergebnisse sollen Ende des Jahres vorliegen. Es muss allerdings betont werden, dass bei der Überprüfung nicht jedes Projekt noch einmal einzeln angeschaut wird, sondern dass die allgemeinen Kriterien für die Einstufung noch einmal geprüft werden. Die Kriterien sind unter anderem Prognose zur Mobilitätsentwicklung, Notwendigkeit zur Bewältigung zukünftiger Verkehre, Auswirkung auf die Umwelt und Naturschutz sowie raumordnerische Beurteilung. Es ist klar, dass nicht alle aufgelisteten Projekte bis 2030 fertiggestellt sein werden, auch nicht die des vordringlichen Bedarfs. Dies ist allein wegen der drastisch gestiegenen Baupreise sowie der begrenzten Anzahl von Baufirmen schlicht
unrealistisch. Denn gleichzeitig müssen Straßen und Brücken saniert werden, und das vorrangig. Ich komme noch kurz auf den nächsten Bedarfsplan zu sprechen, der tatsächlich dann ganz anders aussehen wird als der derzeitige. Zum einen werden wir für diesen als Grundlage unter anderem Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Klimaprognosen erstellen, die übrigens deutlich feiner sind als die in dem jetzigen Plan. Zum anderen wurde ein Dialogforum eingerichtet, an dem neben Verkehrs-, Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftsverbänden viele teilnehmen. Und über die Kriterien der aufzunehmenden Verkehrsprojekte wird dort diskutiert. Des Weiteren ist vorgeschrieben, dass die Ziele des Klimaschutzgesetzes in sämtlichen Planungsphasen sowie der Zulassung der Vorhaben berücksichtigt werden müssen. Sie sehen also, die SPD und die Regierung will ein sehr gut ausgebautes und gleichzeitig umweltfreundliches Verkehrsnetz schaffen. Ja, wir brauchen mehr und wir brauchen eine besser funktionierende Schiene. Und ja, wir brauchen auch die Wasserstraßen. Aber wir brauchen auch ein gutes Straßenangebot. Die prognostizierte Mobilitätsentwicklung zeigt, dass Autos und Lkw weiterhin eine große Rolle spielen werden, im Privaten, aber auch in der Wirtschaft. Allein durch Online-Bestellung, um mal ein Beispiel zu geben, gibt es einen messbaren Anstieg des Lieferverkehrs. Es ist also nicht immer nur die Wirtschaft, sondern oft auch einfach unser Nachbar, der das große Ganze beeinflusst. Einfach gesagt, das Konsumverhalten aller wirkt sich auf den Bedarf aus. Und Fahrzeuge, die durch Elektrizität und Wasserstoff angetrieben werden, fahren auch auf Straßen. Oh, welch ein Wunder! Fließender Verkehr, Umweltschutz sind also keine Gegensätze, sondern müssen parallel gedacht werden. Und dafür brauchen wir klare, objektive Kriterien und keine emotionale Auseinandersetzung. Lassen Sie uns also gemeinsam an der umweltverträglichen Zukunft des Verkehrs arbeiten und nicht einzelne Projekte hier im Plenum diskutieren. Vielen Dank. Das Wort erhält die Abgeordnete von Storch für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, alle wissen es, Berlin braucht den Ausbau der A100. Grüne und Linke stellen sich dem Ausbau aber mit aller Macht entgegen. Ihre Einstellung zur Mobilität ist aber vor allem eins: total verlogen. Die grüne Verkehrssenatorin Jarasch fährt im schweren Dienstwagen sogar zur Eröffnung eines Radweges, und Sie alle hier benutzen ohne Skrupel die dicken Karossen des Fahrdienstes, und Klimakleber blockieren den Berufsverkehr und jetten dann nach Bali oder, Entschuldigung, es war ja nur nach Thailand. Und natürlich bekämpft der Vorsitzende des Ausschusses für Klimaschutz auch den Autobahnausbau, Klaus Ernst von den Linken, ein bekennender Porsche-Fahrer, ganz mein Humor. Bei alledem eine wichtige Information an die woke parallel Welt: Man kann eine Millionenmetropole wie Berlin nicht mit dem Lastenfahrrad versorgen. Aber es gibt noch einen Grund, warum es die A100 braucht. Wegen des Totalversagens der linksgrünen Ökosozialisten. In der Schulpolitik, in der Sicherheitspolitik und beim Wohnungsbau ziehen immer mehr Berliner an den Stadtrand und müssen dann mit dem Auto in die Stadt pendeln. Der Verkehr nimmt zu. Das ist die Realität. Und was ist die woke Alternative zur A100? Na klar, der öffentliche Personennahverkehr, die Zauberformel der Linksgrünen in ihrem Traum von der autofreien Welt. Nun, wie sieht es also damit aus in Berlin? Stand 6. Februar 2023. S-Bahn-Verkehr Nord-Süd, S1, S2, S25 und S26 unterbrochen. Ebenso unterbrochen die U2 und die U6, eingeschränkt die S3, die S5 und die S9 und Busse statt U-Bahn auch auf den Linien U1 und U3. Der Schienenersatzverkehr, so der Berliner Tagesspiegel, eine Odyssee, die selbst Homer zur Verzweiflung getrieben hätte. Aus 20 Minuten von Zehlendorf nach Kreuzberg werden da schnell anderthalb Stunden. Und wo die S-Bahn noch fährt, Verspätung wie seit 5 Jahren nicht. Thema Sicherheit. Im Jahr 2021 gab es im Berliner Nahverkehr 10.230
Überfälle und Raubüberfälle. Das ist mehr als doppelt so viel wie im öffentlichen Nahverkehr von Mexiko-Stadt. Wer die Realität in diesem bunten, herrlich kulturell bereicherten und ach so weltoffenen Deutschland studieren will, der muss nachts die U8 zwischen Cottbusser Tor und Alexanderplatz nehmen, wo sich Drogendealer, Junkies und Obdachlose gute Nacht sagen, wo Menschen vor fahrende U-Bahn gestoßen werden, wo junge Migranten, ja, ich weiß, Sie hören das nicht gerne, Frauen sexuell belästigen und Männer Alua Akbar rufen und tötet alle Deutschen. Jeder Berliner weiß, dass die U8 insbesondere für Frauen oder, wie Sie von den Linken sagen würden, menstruierende Körper kein Verkehrsmittel ist, sondern ein sehr gefährlicher Spießrutenlauf auf Schienen. Was Berlin braucht, ist der Ausbau der A100. Was Berlin nicht braucht, ist eine linke Regierung. Am Sonntag steht das zur Wahl. Vielen Dank. Wir fahren fort mit Dr. Julia Verlinden für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe KollegInnen, Frau von Storch, es ist einfach nur ekelhaft, was Sie hier für Hass und Hetze verbreiten. Und ich werde jetzt zurück zum Thema kommen. Es war interessant, wie die Union eingeleitet hat, diesen Tagesordnungspunkt. Und zwar hieß es, ich zitiere, Berlin wächst. Jetzt ist es mir neu, dass Berlin und Brandenburg womöglich über irgendwelche neuen Staatsverträge oder so verhandeln. Auf jeden Fall meiner Meinung nach und meines Wissens nach ist die Fläche von Berlin deutlich begrenzt und bleibt auch begrenzt. Aber was Ihre Konsequenz ja offenbar zu sein scheint, ist diese begrenzte Fläche noch weiter konsequent zuzubetonieren. Das machen wir so nicht mit. Obwohl der Verkehrssektor einen großen Anteil der bundesdeutschen CO2-Emissionen verursacht, ist der Bundesverkehrswegeplan aus 2016 als zentrales Planungsinstrument für Straßen, Schienen und Wasserwege noch nicht an die gesetzlichen Klimaschutzziele orientiert. Im Gegenteil, durch die zahlreichen Straßenneu- und Ausbauprojekte, die teilweise schon seit Jahrzehnten in diesem Bundesverkehrswegeplan stehen, wird das historische Verkehrsaufkommen ohne Differenzierung nach Klimaschädlichkeit weiter fortgeschrieben. Und Ziel des Plans kann es aber nicht mehr sein, mittels Neu- und Ausbauprojekten diese angenommene, hochgerechnete zukünftige Nachfrage einfach zu befriedigen, sondern das Wachstum von Verkehr ist kein Naturgesetz, sondern die Kapazitäten der Straßen müssen an das angepasst werden, was wir politisch an Zielen erreichen müssen. Ansonsten ist es einfach nur eine selbsterfüllende Prophezeiung, die Sie hier organisieren. Diese ambitionslose Verkehrspolitik müssen wir beenden, liebe KollegInnen, denn moderne Verkehrspolitik muss gestalten und nicht verwalten. Moderne Verkehrspolitik muss den Menschen dienen und nicht die Menschen dem Verkehr. Deswegen haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir einen neuen gesellschaftlichen Infrastrukturkonsens brauchen, dass die Bedarfsplanüberprüfung die aktuellen Herausforderungen und politischen Ziele berücksichtigen muss. Und wir können doch auch als Parlament nicht zwanghaft an irgendwelchen alten Plänen festhalten, die nichts mehr mit der Realität zu tun haben. Und die Verkehrswissenschaft ist sich weitgehend einig, dass mehr Straßen auch mehr Verkehr bedeuten. Another lane will fix it. Also auf Deutsch, eine zusätzliche Spur wird es nicht lösen. Das ist zum geflügelten Ausspruch dafür geworden, dass die Hoffnung, mit mehr Autobahn und mehr Spuren den Stau aufzulösen, immer wieder enttäuscht wird. Induzierter Verkehr heißt das Fachwort. Und gemeint ist, neue Straßen oder mehr Spuren führen zu mehr Verkehr. Oder anders ausgedrückt, wer Straßen ausbaut, macht den Stau nicht kürzer, sondern breiter. Mehr Verkehr aber, meine Damen und Herren, das bedeutet höherer Energieverbrauch, mehr Lärm, mehr Luftverschmutzung. Alles Dinge, von denen wir weniger brauchen.
Und wenn wir nur noch Elektroautos haben, sind dann alle unsere Probleme im Verkehrssektor gelöst? Nein! Auch Elektroautos brauchen Platz und verbrauchen Energie. Und zwar in aller Regel auch mehr Energie als ein gut funktionierender ÖPNV. Deswegen, ja, wir brauchen dringend eine Antriebswende. Das ist klar. Wir wollen mehr Elektroautos. Aber wir wollen auch Verkehrsvermeidung und auch Verkehrsverlagerung hin zu Bus und Bahn. Und dann klappt es auch mit einer schnellen Energiewende. Es ist deutlich geworden, als Ampel sind wir uns nicht immer einig, sondern wir ringen um Prioritäten, wir ringen um Tempo der Transformation und wir ringen um Ambition beim Klimaschutz. Nochmal, aus unserer Sicht als Grüne muss die Straßenbauplanung weniger am vermeintlichen Bedarf orientiert sein, sondern sie muss mit den politischen Zielen in Einklang gebracht werden. Und das bedeutet, neue Prioritäten zu setzen. Das bedeutet eine wesentliche Verlagerung von der Straße auf die Schiene. Und zu Prioritäten gehört auch, dringend bestehende Infrastruktur muss instand gesetzt werden. Was von CSU-Verkehrsministern sträflich vernachlässigt wurde in den letzten Jahren. Tausende Brücken müssen saniert werden. Manche sind so marode, dass sie kurz davor sind, gesperrt zu werden oder wurden bereits gesperrt. Das sind erhebliche Belastungen und Kosten für die Wirtschaft und unsere Gesellschaft insgesamt. Deswegen müssen wir dringend schneller werden mit der Sanierung. Alles andere wäre fahrlässig. Und wir müssen da am schnellsten handeln und am meisten Personal und Geld einsetzen, wo das Problem am größten ist. Und deswegen haben wir als Koalition verabredet, dass Erhalt von Neubau stehen muss. Solides Wirtschaften bedeutet, bestehende Infrastruktur muss funktionieren. Und jeder weiß das. Frau Abgeordnete, ich muss Sie einmal ganz kurz unterbrechen. Würden Sie noch eine Zwischenfrage von Herrn Lange zulassen? Ja. Nein, der fährt in Berlin nicht Auto. Danke, dass Sie die Zwischenfrage zulassen, Frau Kollegin Verlinden. Ich hätte eine Frage. Ist Ihnen bekannt, wer in Berlin zuständig ist für den Erhalt von Brücken, Straßen, aber auch U-Bahnen und S-Bahnen, weil Sie das gerade auf die Bundesebene und den CSU-Verkehrsminister haben versucht abzuladen? Ist Ihnen bekannt, seit wann überhaupt erst der Bund über die Autobahn GmbH die Zuständigkeit in Berlin übernommen hat? Herr Lange, die Prioritäten, den Erhalt vor den Neubau zu setzen, den haben wir klar im Koalitionsvertrag vereinbart. Und ich bin dem Verkehrsminister Wissing dankbar, dass er Anfang letzten Jahres einen Brückengipfel einberufen hat, um die Bilanz darzulegen, wo wir stehen und wo wir hin müssen. Und ich finde, dass es wichtig ist, dass wir nun alle unsere Personal- und Geldkapazitäten darauf fokussieren, ein funktionierendes Netz zur Verfügung zu stellen für all diejenigen, die mobil sein wollen. Denn jeder weiß das aus dem privaten Alltag, Prioritäten zu setzen und bewusst zu entscheiden, was wichtig und was nicht so wichtig ist. Das führt zu ganz konkreter Beschleunigung. Und deswegen ist es so wichtig, Prioritäten zu setzen. Aber, liebe KollegInnen, ich komme zum Ende. Leider kann ich nicht mehr all die vielen Dinge erzählen, die mir auch noch wichtig sind. Denn ich finde es wichtig, dass wir nicht nur über unsere Infrastrukturplanung sprechen, wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen. Wir müssen auch am Verkehrsrecht arbeiten und steuerliche Regelungen im Verkehrsbereich modernisieren. Aber darüber sprechen wir mit Sicherheit beim nächsten Mal. Vielen Dank. Ich nehme das noch mal. Für die FDP-Fraktion folgt Bernd Reuter. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will mal eins vorweg sagen. Für die FDP-Fraktion sind alle Verkehrsträger gleichermaßen wichtig, und wir wollen gleichermaßen in alle wichtigen Verkehrsinfrastrukturen investieren und nicht die eine gegen die andere ausspielen. Das will ich hier mal vorweg sagen. Und Kollege Kühnert, wir haben ja angesprochen, dass es um Priorisierung geht.
Kollegin Verlinden auch, das ist richtig. Dafür haben wir ja auch diesen Bundesverkehrswegeplan. Es ist ja nicht so, dass Volker Wissing morgens aufsteht und sich denkt, ach, heute priorisiere ich mal das eine und morgen mal das andere. Nein, das wird nach ganz harten Kriterien erstellt, wird jetzt nach ganz harten Kriterien überprüft. Und auch der nächste Bundesverkehrswegeplan wird nach diesem Kriterienkatalog erstellt. Das ist Fakt und das ist die wissenschaftliche Grundlage, nach der hier auch im Bundesverkehrsministerium gearbeitet wird. Und Kollege Gelper, Sie haben ja diverse Beschlüsse aufgezählt. Fakt ist aber auch, dass die Mehrheit der Menschen in dieser Stadt, und das bestätigt jede Umfrage zu diesem Thema, ein Ausbau und Weiterbau der A100 befürwortet. Ob jetzt der Berliner Senat Politik für die Menschen in dieser Stadt macht, die Überlegung überlasse ich jetzt jedem Einzelnen selbst. Und die Menschen in unserem Land wollen auch, dass es schneller geht, weil sie sind es leid. Sie sind es leid, dass es nicht vorangeht, dass es Brückensperrungen gibt. Kollege Berkan hat es angesprochen, wie an der A45 im Sauerland, wie rund um Köln mit der A1. Sowas darf in diesem Land nicht mehr passieren. Und wir brauchen viel zu lange, und das gilt für die Schiene, das gilt für die Wasserstraße und das gilt auch für die Straße. Deswegen wollen wir schnellen Ausbau auf allen Verkehrsträgern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will, und das gilt im Übrigen auch um andere Projekte in Berlin, um die Rudolf-Wessel-Brücke an der A100, die dringend sanierungsbedürftig ist. Und wenn da nicht Bund und auch das Land ganz schnell und mit viel Planungsbeschleunigung zurande kommen, wird das dazu führen, dass diese Brücke gesperrt wird. Und dann ergießen sich um die 150.000 Fahrzeuge jeden Tag in die Berliner Bezirke. Das wollen wir ja wohl alle nicht. Und ich will zum Schluss von der A100 zu einem Beispiel aus meinem Wahlkreis kommen. Vor ungefähr 10 Jahren hat noch ein gewisser Peter Ramsauer die neue Rheinbrücke bei mir eingeweiht. Gleichzeitig sollte die Umgehungsstraße in meiner Heimatstadt Wesel fertiggestellt worden sein. Sie wird jetzt aktuell gebaut, wird wahrscheinlich 17, 18 Jahre später als die Brücke fertig. Was bedeutet 17, 18 Jahre fahren die Autos durch meine Stadt, stehen an 7 bis 8 Ampeln und tragen, glaube ich, auch so nicht zum Klimaschutz dabei. Das ist ein Beispiel von der A100 in Berlin bis zu mir nach Hause in Wesel, warum wir überall schneller werden müssen. Vielen Dank. Als nächstes erhält das Wort Florian Müller für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ja eigentlich schon fast ein bekannter Stil, den wir hier heute erleben, ein bekannter Stil der Ampelkoalition. Wir erleben es in vielen fachpolitischen Bereichen, aber insbesondere in der Verkehrspolitik. Die Union macht kluge und durchdachte Vorschläge, die Ampel blockiert sie, vor allem im Ausschuss, und am Ende inszenieren sie hier einen Streit, blinken links, blinken rechts, Hauptsache nicht nach vorne, und am Ende, wenn sie sich denn mal einigen, dann schreiben sie die Ideen zumindest inhaltlich der Union ab. Das ist ihr Arbeitskonzept in der Verkehrspolitik. Und so werden wir es ja auch in diesem Fall erleben. Sie haben diesen Streit zur eigenen Profilierung im Wahlkampf bei der Berliner Landtagswahl organisiert. Jetzt haben Sie schon den Koalitionsausschuss terminiert, damit Sie sich ganz schnell einigen können. Und am Ende werden Sie das dann abschreiben, was wir Ihnen vor Monaten schon als Gesetzentwurf vorgelegt haben. Damit verunsichern Sie am Ende ja nicht nur die Berlinerinnen und Berliner, die dringend auf den Weiterbau der A100 warten. Am Ende stiften Sie damit Unruhe in weiten Teilen dieses Landes. Denn am Ende ist es doch so, dass nicht nur Millionen Pendler darauf warten, dass endlich ihre Autobahn gut ausgebaut wird und sie pünktlich zur Arbeit kommen. Es geht auch um den ländlichen Raum. Der ländliche Raum ist auf eine funktionierende Straße angewiesen. Wenn keine Bahn fährt,
weil kein Gleis liegt. Dann braucht es Busse und dann braucht es Autos, und die brauchen eine funktionierende Straße. Und das ist ja immer ganz interessant. Teile Ihrer Koalition, die leugnen ja auch die Bedeutung und die Notwendigkeit der Straße generell. Ich bin ja da mal gespannt, wo wir in ein paar Jahren stehen werden, wie wir wirtschaftspolitisch dastehen werden, wenn wir nicht mehr auf die Straßeninfrastruktur setzen können. Sowohl die Städte als auch der ländliche Raum, die fühlen sich von dieser Koalition verkehrspolitisch alleingelassen. Und richtig bitter wird es ja, wenn wir lesen müssen, was im letzten Koalitionsausschuss beraten wurde. Beschlossen haben Sie ja nichts. Statt den Straßenbau zu beschleunigen, soll dann noch über das Tempolimit gesprochen worden sein. Unterlegt natürlich mit einer Studie des Umweltbundesamtes, passend zur Berlin-Wahl veröffentlicht, die immer mehr von Vertretern der Wissenschaft in ihrer Seriosität angezweifelt wird. Wer auf die statt der Beschleunigung des Straßenbaus auf das Tempolimit setzt, der ist am Ende keine Fortschrittskoalition, der ist eine Koalition der Vorschriften, meine Damen und Herren. Sie hätten alle Möglichkeiten, anhand unseres Antrags eine Klimaautobahn zu bauen. Sie hätten die Möglichkeit, neue Standards zu setzen. Sie könnten durch kluge und durchdachte, smarte neue Infrastruktur für ein neues Miteinander im Straßenverkehr sorgen. Stattdessen machen Sie eins: Sie spielen die unterschiedlichen Verkehrsträger gegeneinander aus. Sie werden am Sonntag sehen, wie das die Wählerinnen und Wähler in Berlin quartieren werden. Und deswegen haben wir heute einen klaren Appell an Sie. Gehen Sie an unsere Seite, wenn es um klimafreundliche Mobilität geht. Gehen Sie an unsere Seite, wenn es um die klimafreundliche Schiene, aber insbesondere an die klimafreundliche Straße geht. Hören Sie auf mit den Konfrontationen. Sorgen Sie dafür, dass dieses Haus endlich gute Beschlüsse in der Verkehrspolitik schafft. Vielen Dank. Als nächstes erhält Rupert Stüwe für die SPD-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, eigentlich wollte die Union ja an dieser Stelle über das Thema Wissenschaft sprechen. Das hat sie kurzfristig abgesetzt. Stattdessen sind wir jetzt in einer Wahlkampfveranstaltung zu einem Stück Autobahn. Wissenschaft und Fortschritt, das interessiert Sie nicht, das wissen wir in Berlin. Dafür haben wir gesorgt in Berlin, dass das vorankommt. Und moderne Mobilitätspolitik, na ja. Für die Großstadt sieht es auch ein bisschen anders aus, als um ein Stück Autobahn hier so eine Fetischveranstaltung zu machen, sondern da müssen wir mal durchdeklinieren, was moderne Mobilitätspolitik in der Großstadt eigentlich bedeutet. Das bedeutet, alle Menschen in den Blick zu nehmen. 70% der Berlinerinnen und Berliner haben gar kein Auto. Das bedeutet darum, zu schauen, dass... Ach, so ein Quatsch. Das bedeutet darum, zu gucken, dass Mobilität für alle Bezahlbarkeit bleibt, dass jede und jeder sich in dieser Stadt bewegen kann, egal ob mit Kinderwagen, egal ob man in die Pedale treten kann oder nicht. Und man muss sogar zu Fuß laufen können in dieser Stadt. Die Mehrheit der Wege findet so nämlich statt. Das bedeutet darum, zu sorgen dafür, dass Mobilität 29 Euro für jeden in dieser Stadt kostet und 9 Euro, wenn man bedürftig ist, dass wenn man als Schülerin oder Schüler sich an Mobilität und an die eigene Freiheit gewöhnt, dass man das dann mit der BVG ganz umsonst machen kann. Und dann schreiben Sie hier was von einer Klimaautobahn. Man kann ja viel über Autobahnen reden, aber ehrlicherweise klimafreundlicher ist doch ein bisschen noch auf die Schiene zu schauen. Wenn wir jetzt darüber reden, ob eine Autobahn gebaut werden soll oder nicht, so müssen wir uns ehrlich machen, im Bundesverkehrswegeplan für die Projekte des vordringlichen Bedarfs wird auch bis 2030 nicht genügend Platz sein. Es gibt da klare Kriterien. Diese Kriterien überarbeiten wir, und da werden wir sicher auch noch mal schauen, wie dringlich dann so eine Autobahn in der Stadt ist. Aber wenn wir schon über moderne Mobilität diskutieren wollen, dann lassen Sie uns doch darüber diskutieren, wie wir die Schiene auch in Berlin stärken können. Mit der Stammbahn übrigens oder mit dem West-Ost-Korridor von Magdeburg bis nach Eisenhüttenstadt. Da geht es nämlich nicht nur um regionale Mobilität, da geht es um das, was wir mit dem Regionalverkehr bewältigen, weit über die engen Grenzen dieser Stadt hinaus. Wir müssen die Straßenverkehrsordnung so anpassen, dass Städte Spielraum haben, das menschenwürdig zu gestalten. Und wir müssen übrigens auch in den U-Bahn-Bau in dieser Stadt investieren. In der Verkehrspolitik, und deswegen diskutieren wir ja hier die ganze Zeit offensichtlich, gibt es am Sonntag tatsächlich eine Wahl.
Fixierung auf Symbolprojekte zur Autobahn oder an der Friedrichstraße oder die SPD mit Franziska Giffey, alle im Blick, 29-Euro-Ticket und ein klares Bekenntnis zum besten ÖPNV Deutschlands. Vielen Dank. Und als nächstes erhält Dr. Ottilie Klein das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Über den Plan, die A100 weiter auszubauen, debattiert der Bundestag nun schon seit fast 20 Jahren. Und lieber Herr Gelper, lieber Herr Kühnert, kleine Erinnerung, 2003 hatte die Bundesregierung aus SPD und Grünen den Ausbau der A100 noch freudig auf die Agenda gesetzt. Dann passierte allerdings jahrelang nahezu nichts. Der Ausbau der A100, ein Dauerstau. Da fragt man sich doch, wer tritt da eigentlich auf die Bremse? Schon 2011 stellte unser jetziger Berliner CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner hier an diesem Rednerpult fest, Rot-Grün fehlt es am politischen Willen, Berlin zu einer modernen Mobilitätsmetropole zu machen. Und diese Debatte heute, 12 Jahre später, zeigt erneut, dass sich an dieser rückwärtsgewandten Blockadehaltung nichts geändert hat. Die Linken wollen den Weiterbau stoppen, die Grünen interessieren sich sowieso für die Autofahrer nicht und was bei der SPD ist, ja, nein, vielleicht völlig unklar, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber nach der Debatte heute weiß ich nicht, wie die SPD zum Ausbau der A100 steht. Im Gegenteil, man hört hier im Raum, wie aus Reihen der Grünen und der SPD gegen die eigene Regierungspolitik gewettert wird. Verkehrte Welt in der Verkehrspolitik, meine Damen und Herren. Was bedeutet das eigentlich, dieser Widerstand? Für den Ausbau der A100 werden Bundesmittel in Milliardenhöhe bereitgestellt. Und die Ampelfraktion der SPD und der Grünen tut alles, damit Berlin diese Mittel nicht erhält. Mehr noch, am vergangenen Sonntag haben die Berliner Grünen sogar zu Demonstrationen gegen die Förderung Berlins durch den Bund aufgerufen. Also wenn Sie mich fragen, es ist kein Wunder, dass unter diesen Voraussetzungen die Berliner Verkehrspolitik gegen die Wand fährt. Es reicht ein Blick in meinen Wahlkreis Berlin-Mitte. Hier wurde von den Grünen bürgerfern mit im wilden Aktionismus ohne Konzept die Friedrichstraße wiederholt für den Autoverkehr gesperrt. Parkplätze werden gestrichen, Tempo 30 auf Hauptstraßen, verwaiste Baustellen. Gleichzeitig steht der U-Bahn-Ausbau still. Das ist keine progressive Politik für eine moderne Weltstadt. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist eine politische Geisterfahrt. Mit dem Ausbau der A100 hätten wir die Möglichkeit, hier im Herzen unserer Hauptstadt die erste klimafreundliche Autobahnstrecke Deutschlands zu bauen. Wenn SPD und Grüne ihren Tunnelblick überwinden würden, dann könnten sie sehen, dass man mit einem kreativen und modernen Ansatz einen wichtigen Beitrag für die Stadt der Zukunft leisten kann. Stellen wir uns doch einfach mal vor, eine Klimaautobahn, eine unterirdische Strecke, auf deren Oberfläche Spielplätze, Grünflächen und Radschnellwege entstehen. Das ist das, was wir als Union planen. Eine große Chance für Berlin und eine echte Entlastung für die Berlinerinnen und Berliner in der Innenstadt. Denn, und das ist mir auch noch mal wichtig zu sagen, insbesondere als Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Berlin-Mitte, mit der Klimaautobahn holen wir den Durchgangsverkehr aus den Kiezen. Weniger Staus, geringere Abgasbelastung, ein intelligenter Verkehrsfluss, besserer Lärmschutz, zusätzlich ein sicherer Radschnellweg und, wir haben es bereits gehört, eine bessere Anbindung weiterer Teile der Stadt. Das ist unser Plan für die A100, ein Plan, der die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellt, der Arbeitsplätze schafft und unsere Hauptstadt fit für die Zukunft macht. Berlin steht nun vor der Wahl, sich neu zu erfinden. Vielen Dank. Letzte Rednerin in dieser Debatte ist Dorothee Martin für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die nächste Landtagswahl, die wir haben, die ist ja im Mai in Bremen. Da ist es draußen schon ein bisschen wärmer. Und mal gucken, ob die CDU, der wieder nichts einfällt im Landtagswahlkampf, dann auch noch mal hier die Debatte in unser Bundesplenum hält. Also, ich habe den Eindruck gehabt, es ist ja immer ganz schön, wenn man dann am Schluss reden kann, dass wir doch so ein bisschen hier die letzte Stunde in mehreren Parallelwelten gelebt haben. Ich bin davon überzeugt, dass, wenn man auf eine Stadt guckt, die sich gut weiterentwickeln soll, eine Stadt, die auch die richtigen Antworten auf die doch so unterschiedlichen Bedürfnisse und auf die ganz unterschiedlichen Lebensrealitäten auch von Bürgerinnen und Bürgern finden will, und auch eine Stadt, die Klimaschutz, die Stadtentwicklung voranbringt und auch weiterhin Mobilität für alle ermöglichen will, die hat doch wirklich mehr verdient als Schwarz-Weiß-Antworten und vor allem als solche Anträge, die wir hier debattieren. Es hat mehr verdient als ein Entweder-Oder, sondern wir brauchen verantwortungsvolles Handeln, und Politik ist auch immer ein Ausgleich zwischen den Interessen. Das gilt für Berlin genauso wie für meine Heimatstadt Hamburg und letztlich auch für die gesamte Bundesrepublik. Was wir wollen, ist eine verlässliche Infrastrukturpolitik und eine gemeinwohlorientierte Infrastrukturpolitik. Ja, und dazu gehört auch, und das wurde schon mehrfach erwähnt, und ich glaube, einige hier im Haus, die besonders laut blöken, haben ein bisschen Nachhilfe auch bei Infrastrukturplanung hier nötig, wie ein Bundesverkehrswegeplan aufgestellt wird, wie wir gerade auch die Bedarfsplanüberprüfung machen, anhand von 80 Kriterien. Und Kriterien, Frau Klein, deren Gewichtung sich natürlich innerhalb von 20 Jahren auch verändern und verändern muss, das wäre doch schlimm, wenn ich noch die gleichen Kriterien, die gleiche Haltung von vor 20 Jahren hätte. Das wäre doch eher ein Stillstand und eine Ignoranz, das haben wir nicht. Gleichwohl, wir haben und wir müssen auch anhand von ganz klaren Prognosen und auch die abgeleiteten Bedarfe unserer Infrastruktur bauen und planen, und das machen wir, ganz ohne Schaum vom Mund und vor allem ganz ohne Ideologie. Das gilt für die Verkehrspolitik und übrigens auch für jeden anderen. Und ja, es wird so sein, das ist auch kein Geheimnis, angesichts von Planungskapazitäten, angesichts auch von Baukostensteigerungen, da wird es doch von Jahr zu Jahr auch wichtiger, die richtigen Entscheidungen für eine zukunftsfähige Mobilität zu treffen. Das gilt für die Straße mit dem Schwerpunkt auch Sanierung, das gilt für die Schiene, das gilt für die Wasserwege, und vor allem gilt das, dass es eben kein Wunschkonzert ist. Wir haben das klare Ziel, ja, den klimafreundlichen Verkehrsträger Schiene vor allem zu stärken. Das steht im Zentrum unserer Infrastrukturpolitik. Aber, und auch das ist Lebensrealität, natürlich wird auch Straßenverkehr auch angesichts von prognostizierten Mobilitätsentwicklungen weiterhin eine Rolle spielen. So, nun haben wir auch gemeinsame Ziele im Koalitionsvertrag vereinbart. Wir werden auch nach dieser Landtagswahl weiterhin gute Lösungen finden. Das Ziel ist es jetzt, auch endlich Stau aufzulösen, den die CDU, CSU da 10 Jahre lang im Bundesverkehrsministerium produziert hat, meine Damen und Herren. Und das Wichtigste ist, zum Schluss der Debatte, die ja auch verschiedene Bereiche und vor allem verschiedene Ideologien gezeigt hat, was ich falsch finde: Wir brauchen überall einen Ausgleich von unterschiedlichen Interessen. Nur so geht gute Mobilitätspolitik. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache, und wir kommen nun zum Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 19/5545. Die Fraktion der CDU-CSU wünscht Abstimmung in der Sache. Hallo? Die Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP wünschen Überweisung, und zwar federführend an den Verkehrsausschuss und mitberatend an den Ausschuss für Inneres und Heimat, an den Rechtsausschuss, an den Wirtschaftsausschuss, an den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, an den Ausschuss für Tourismus, an den Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen sowie an den Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Wir stimmen nach ständiger Übung zuerst über den Antrag auf Ausschussüberweisung ab. Und ich frage, wer stimmt für die Überweisung? Das ist die Koalition. Wer stimmt dagegen? Das ist die Linke, die CDU, CSU und die AfD. Enthaltungen gibt es dann entsprechend keine. Dann ist die Überweisung so beschlossen. Und damit stimmen wir heute über den Antrag auf Drucksache 19/5545 nicht in der Sache ab.
Der Tagesordnungspunkt ist erledigt. Falls Sie noch weiteren Aussprachebedarf haben, was mir fast so scheint, bitte ich Sie, das woanders zu tun.